Grüß dich, schön, dass du da bist. Hock dich her. Ja, heute würde ich euch gerne so einen kleinen Einblick geben in ein paar Künstler, die sich stark mit dem Holzschnitt befasst haben und die vielleicht nicht ein jeder kennt. Und zwar vier habe ich euch einfach einmal mitgebracht und werde euch Bücher über ihr Leben und über ihr Werk zeigen und bin gespannt, wer den einen oder anderen kennt und wer vielleicht auch mehr über den einen oder anderen erfahren möchte, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann machen wir vielleicht einmal etwas Ausführlicheres über diese vier. Das Besondere an den vier ist, sie sind alle aus dem deutschsprachigen Raum, also deutsch sprechende Österreicher, ein Prager, der aber viel in Wien, München und Berlin gelebt hat und ein Künstler aus Hamburg und einer aus Hiddensee. Und wenn man gemeinhin über Holzschnitt spricht, dann fallen einem natürlich sofort der Dürer ein und bei den Japanern Hokusai, Hiroshige und dann eben auch die Expressionisten, die den Holzschnitt ja wiederentdeckt haben, Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff, die das aber aus einer ganz anderen Sicht dieses Medium bearbeitet haben. Aber diese vier fallen den meisten nicht ganz ein und ich finde es schade, weil sie zum Teil wirklich ganz großartige Werke gemacht haben und es ist auch schade, dass der Holzschnitt und gerade der Farbholzschnitt so ein bisschen künstlerisch in Vergessenheit geraten ist. Und vielleicht kann ich das mit so ein paar kleinen Einblicken, die ich euch gebe, auch wieder etwas ändern. Fangen wir an mit einem Künstler, Emil Orlik. Tatsächlich kannte ich den nicht. In den Kommentaren hat mir ein Zuschauer mich auf ihn hingewiesen und gesagt, der war es, der den japanischen Holzschnitt nach Europa gebracht hat. Und das hat mich natürlich unglaublich interessiert. Es gibt Literatur über ihn, aber zum Teil mit horrenden Preisen und einen Ausstellungskatalog. Hier Zeichnungen und Druckgrafik in der Villa Stuck war diese Ausstellung. Ich habe sie leider nicht gesehen, kann aber damit zusammenhängen, dass ich zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt war. Da habe ich mich jetzt noch nicht so sehr für den Holzschnitt interessiert. Die Villa Stuck ist in München, für die, die es nicht kennen, das ist eben die Villa von einem der Münchner Malerfürsten, in denen es immer wieder sehr, sehr schöne Ausstellungen zu sehen gibt. Aber ich wollte euch etwas über Emil Orlik erzählen. Emil Orlik ist geboren in Prag, er ist ein Tscheche, ein Tscheche jüdischer Herkunft. Und er hat in München studiert, ist dann nach Wien gegangen, war mit der Wiener Sezession, später nach Berlin. Dort hat er auch gelehrt, die Berliner Sezession, glaube ich, auch mitbegründet. Und er hat als Zeichner, als Maler ganz normal gearbeitet und hat dann, nachdem er in Japan war, den japanischen Holzschnitt kennengelernt auf dieser Studienreise und hat sich dann verstärkt damit beschäftigt, eben diesen Farbholzschnitt, den japanischen, weil das war ja das Besondere. Holzschnitt, wissen wir alle, Dürer und so weiter, haben die immer wieder gemacht. Die waren aber alle entweder schwarz-weiß, also nur mit einer Druckplatte, oder aber später nachkoloriert. Und im Japanischen eben ist die Farbe von Haus aus eben mit verschiedenen Druckplatten drin. Und das hat er mitgebracht. Und in diesem Buch gibt es ein paar sehr schöne Beispiele. Die Klatschweiber aus Prag hier. Ein paar Landschaften. Die sind hier in diesem Ausstellungskatalog leider zum Teil auch nur in Schwarz-Weiß zu sehen. Er hat dann auch wirklich japanische Motive und hat eben sich eben diesen Japanoismus auch angeschlossen, der um die Jahrhundertwende hier in Deutschland ankam und hat ganz klare japanische Motive in Holz nachgeschnitten. Also er hat es erst auf die ganz traditionelle Art versucht, sie selber umzusetzen, hat aber auch eigene Arten, eine etwas europäische Art dann gefunden,
mit dem Medium umzugehen und so eine Mischung zu schaffen. So ein bisschen, wie ich das ja auch versuche, die japanische Technik eben zu verwenden, aber eben eigene, bei mir meistens bayerische und österreichische Motive umzusetzen. Also ein für die Geschichte des Holzschnitts sehr wichtiger Künstler, Emil Orlik. Dann ganz von weit her, aus meiner Sicht als Bayer, der Hiddenseer Künstler Eggert Gustafs. Ich war einmal auf Hiddensee und war für mich eine sehr beeindruckende Insel. Ja, eine kleine Insel, auf der viele Künstler gelebt haben. Gerhard Hauptmann zum Beispiel, Thomas Mann war oft dort. Eben auch Eggert Gustaf, der von Hiddensee tatsächlich stammte und die meiste Zeit seines Lebens eben auch in Hiddensee gelebt hat, beziehungsweise in Neuruppin. Ich glaube, im Winter ist es dann zum Teil besser, wenn man auf dem Festland ist. Und der hat eben sehr viel aus seiner Heimat gemalt, gezeichnet und eben auch Holzschnitte gemacht. In einer, ich sag mal, er hat so in den 50er Jahren seine Hauptschaffen in der Hinsicht gehabt, 50er, 60er Jahre. Und es ist auch ganz typisch ein Kind seiner Zeit. Da ist immer so eine ganz klare grafische Linie immer in den Werken drin und die vertritt er auch sehr stark. Was ich aber bei ihm ganz besonders schön finde, ist, dass er immer wieder die Holzplatten durchscheinen lässt, dass er zum Beispiel Hintergründe, Wolken, das Meer so druckt, dass die Holzmaserung sehr stark durchscheint. Das habe ich auch in ein paar Motiven gemacht. Wirkt toll, wirkt wild und ist eine besonders schöne Art, fast eben wie in einer Frottage, dass sich eben das Holz durchdrückt und er setzt zum Beispiel eben Wolken oder den Mond oder die Sonne eben genau in solche Astlöcher hinein, was sehr interessant ist. Ich habe das Museum, was es gibt, auf Hiddensee besucht. Man kann die Werke dort auch kaufen. Sehr, sehr schön. Eggert Gustafs, ein interessanter Mann, also mit so einem dicken Rauschebart, wie man sich eben so einen nordischen Künstler auf der Insel vorstellt, fand ich auch sehr sympathisch. Der vermutlich bekannteste, den ich euch vorstelle, ist Oskar Dröge. Das ist ein Hamburger, der, ich würde mal sagen, im europäischen Vergleich der kunstfertigste von allen war, was den Farbholzschnitt angeht. Die Motive sind unglaublich exakt geschnitten, die Drucke von einer unwahrscheinlichen Sauberkeit. Er arbeitet eben unglaublich viel mit Bokashi, also mit diesen Verläufen und so exakt und er muss das wahnsinnig penibel geschnitten haben und auf die Markierungen geachtet haben. Also das ist faszinierend, dass man sich das anschaut. Hier in diesem Buch sind die Bilder ja relativ klein. So klein sind die natürlich nicht, die sind schon relativ groß, sonst könnte man diesen Detailreichtum ja auch niemals aus einer Platte schneiden. Aber es ist, also seine Kunstfertigkeit im Druck und im Schnitt ist fantastisch. Also das würde auch den Japanern, würden da definitiv Respekt zollen. Mir persönlich sind die Arbeiten dadurch auch ein wenig zu penibel, auch ein bisschen vordergründig auf Effekte ausgelegt. Er arbeitet sehr stark mit den Ebenen, dass es nach hinten heller wird, nach vorne. Und das ist ein bisschen geplant und ein bisschen, dadurch wirkt es oftmals etwas lieblich, etwas spießig auch. Ich bin nicht so mit seiner Bildsprache, bin ich nicht immer einverstanden, aber erkenne einen unglaublichen Techniker und Künstler in ihm an.
Es hat bis 1983 gelebt, ja, also 1898 geboren. Eben auch ein Nordlicht wie Eckart Gustavs und wahrscheinlich der bekannteste deutsche Künstler mit dem Farbholzschnitt. Sehr beeindruckend. Gerade wenn man lernen möchte, dann ist definitiv er ein großes Vorbild. Wobei ich, wie gesagt, künstlerisch nicht immer ganz auf seiner Wellenlänge liege. Ganz zum Schluss, für mich der Beste von den Vieren. Und zwar Franz Helmer, ein Innsbrucker. Ein Tiroler, hat in Innsbruck gelebt, ist 1909 geboren. Die sind alle, also jetzt ungefähr aus dem gleichen Jahrgang, bis auf den Orlik, der deutlich älter ist. Hat Lithograph gelernt und hat sich dann mit auf den farbigen Linolschnitt spezialisiert. Ich weiß gar nicht, ob er Holzschnitte gemacht hat. Die Werke, die hier drin sind, sind alle Linolschnitte mit mehreren Platten. Ihr habt ja auch gesehen, ob man jetzt mit Linol oder mit Holz arbeitet, das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Unterschied. Von der Arbeitsweise her, er hat ganz viel aus der Berglandschaft gemacht. Almhütten, Berge, Bäume, auch Vogel, die er dort porträtiert. Unglaublich stimmungsvoll, farblich, warm und ein Licht, unglaublich. Was man bei ihm sieht, er hat ganz klar, bin ich der Meinung, von Fotovorlagen gearbeitet, was jetzt nicht schlecht ist. Es ist nur oft anders, als wenn von Zeichnungen gearbeitet wird. Bei manchen Perspektiven meine ich es zu sehen. Aber das soll also in keinster Weise wertend sein. Die Holzer, die er von den alten verfallenen Almhütten so schön dargestellt, sehr exakt geschnitten, aber eben ohne ganz so glatt zu sein, wie das eben bei Oskar Dröge ist, ist für mich der absolut stärkste in dem Bereich Holzdruck bzw. Linoldruck. Liegt mir natürlich auch, weil er diese Bergmotive als Tiroler natürlich ganz oft drin hat. Aber muss ich sagen, bin ich über alle Maßen beeindruckt von seiner Arbeitsweise. Dieses Buch ist rausgekommen, eben das grafische Œuvre Natur in Farbe, ist zu einer großen Ausstellung, die es in Lienz mal gab, wo sie ihn tatsächlich geehrt haben. Dieses im Museum, im Turmmuseum Oetz war das wohl. Leider ist dieses Buch kaum zu bekommen. Ich habe es 6, 7 Jahre gesucht und auf Beobachtungslisten gehabt in verschiedenen Antiquariaten, bis ich dann endlich eines gefunden habe. Insofern kann ich euch das leider nicht verlinken. Die anderen, wenn ich sie bekomme, verlinke ich sie euch. Sehr, sehr schwer zu bekommen, aber ein wunderschönes Buch, ganz viel über ihn drin steht, seine Arbeitsweise und eben ganz tolle Abbildungen. Ja, das war jetzt einfach mal so ein Kurzdurchlauf durch diese 4 Künstler und eben die Umsetzung im deutschsprachigen Raum. Wenn euch das mehr in die Tiefe interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde entweder über sie alle oder über den, sich die meisten eben für interessieren, kann ich gern mal etwas Ausführliches machen. Werde dann auch versuchen, euch mehr die Werke zeigen zu können. Da muss ich vermutlich mit dem einen oder anderen sprechen, über die Rechte, sie zeigen zu dürfen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, in welcher Weise mir das erlaubt ist. So, und jetzt müssen wir natürlich ein Bier trinken. Und das ist heute etwas ganz Besonderes. Ein Freund von mir hat mir von seiner Lieblingsbrauerei ein paar Biere vorbeigebracht und hat gesagt, dann trinkt es doch einmal im Bräustüberl und stell es einmal vor und schau mal, ob es dir schmeckt.
Und da habe ich jetzt heute vom Vitaler, Brauerei Vitaler, die sind in Neuenhof, das ist bei Lauf. Eine ganz alte Brauerei, irgendwie schon 1400, keine Ahnung, 90, irgendwas hat es die schon gegeben, also schon ein paar Jahre vor dem Reinheitsgebot. Ganz alte Brauerei. Brauen so ein bisschen nur im Umkreis, also ich sag mal so ein paar Kilometer um und um haben sie ihren Hopfen und auch Braugerste und Weizen, je nachdem. Also sehr regional verhaftet. Und ich habe das Vitaler Hoptimum hier von ihm bekommen. Das ist ein Pale Ale. Ich bin nicht immer ein großer Freund von diesen sogenannten Indian Pale Ales. Das Indian Pale Ale hat eine kleine Geschichte, die ist schnell erzählt. Als die Engländer ihre Biere nach Indien mitnehmen wollten, in die Kolonien, mussten sie die Biere etwas stärker hopfen, dass sie haltbarer sind. Obergärige Biere, die stark gehopft waren und die auch in der Regel einen sehr hohen Alkoholgehalt haben, damit sie sich länger halten. Eigentlich sollten die dann in Indien dann verdünnt werden, damit sie eben nicht ganz so stark sind. Das hat natürlich kein Mensch gemacht. Warum auch, wenn man sie auch so trinken kann. Aber das ist für mich eigentlich der Hauptkritikpunkt, weil wenn ein Bier 7-8% Alkohol hat, dann ist einfach nichts mehr gegen einen Durst. Und ich bin jetzt nicht unbedingt nur Biertrinker, sondern und Bierkonnoisseur, sondern ich bin auch einfach ein Dursttrinker. Und deswegen trinke ich ja oft leichte Biere und habe dann mit diesen Pale Ales, die teilweise durch diese Mehrfachhopfung, auch mit Aromen, mit Hopfen, die besondere Aromen haben, sehr angereichert sind, geschmacklich natürlich wahnsinnig aromatisch, aber durch diesen hohen Alkoholgehalt, Alkohol ist ein Geschmacksträger, natürlich nochmal bombastischer. Aber wenn man dann nach einem kleinen Bier schon einen Sitzen hat, dann denke ich mir auch, puh, ich trinke dann da drei, vier davon und dann liege ich unterm Tisch. Also das kann es ja auch nicht sein. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen kritisch. Es ist einfach, unter diesen Voraussetzungen eben so viel Alkohol zu nehmen, ein gutes Bier zu machen. Ich finde, oftmals ist auch die Kunst, ein leichtes Bier zu machen, was trotzdem sehr viel Aromen hat. Das finde ich teilweise auch faszinierender. Aber dieses Hoptimum ist nur ganz kurz über dem Vollbier mit 5,8%, also noch absolut im Rahmen, da gibt schon mal nichts. Jetzt mache ich das mal auf. Hat natürlich auch so ein bisschen einen Hipster-Namen. Ne? Ich meine, Hoptimum ist schon auch ein bisschen auf den Hipster-Markt ausgelegt, wobei das in Franken sind diese Craft-Biere ja eigentlich alle Brauereien machen hier Craft-Biere, ich sage mal bis auf Tucher vielleicht, weil die ja alle klein sind und das sehr handwerklich alles angehen. Aber auf das bin ich sehr gespannt. Oh, das riecht schon mal richtig, richtig pale-alig. Diese Aroma-Hopfen haben ja oftmals so ein bisschen eine Anmutung von ja, Zitrusfrüchten, Mango, Maracuja, so ein bisschen in der Art. Das riecht hier schon sehr stark danach. Die Flasche ist hier eine 03, deswegen nehme ich hier meinen Silberbecher von meinem Großvater, den ich geerbt habe. Ich habe ja gerne einen halben Liter, wie gesagt, ich bin ein Durchtrinker. Aber eben so ein Pale Ale, das ist oftmals eben in so kleinen Flaschen. Wie sagt man bei uns, ist ein Preisenhäubi. So. Mango. Absolut Mango. Weniger Zitrus als Mango im Geruch. Schaum steht schön. Silberbecher. Wunderbar, gerade Pilze, eben kleine Biere, also der beschlägt sofort die Kälte, die spürt man auf der Lippe. Das ist ganz, ganz, ganz großer Biergenuss aus dem Silberbecher. Sehr, sehr herb. Und da ist jetzt die Mango gar nicht mehr da. Die Mango habe ich gerochen, aber ich schmecke sie nicht mehr. Ich schmecke jetzt Zitrus. Also jetzt nicht wie ein Radler, ne? Also versteht es mir nicht falsch.
sehr, sehr bitter. Erstaunlich bitter. Und Zitrus. Stark gehopft. Also, ich trinke bittere Biere und ich mag bittere Biere. Aber wenn ein paar Nordlichter unter euch Zuschauern sind, und ich weiß, es sind ein paar Lüneburger Heide da oben, und ich habe ja auch zwei Nordlichter heute als die Künstler vorgestellt. Und ihr glaubt, ihr hättet da oben herbe Biere, so Jever oder sowas. Das ist Wahnsinn. Ist wirklich bitter. Sehr gut. Sehr gut. Der Vitaler Optimum. Vielen Dank, Carsten, dass du mir den mitgebracht hast, ist definitiv eine Empfehlung. Ja? Ganz hervorragend. Ja, und wo ich jetzt schon so schön beim Trinken bin, heute gibt es auch mal wieder einen Schnaps. Und da bin ich fast froh, als hätte ich es geahnt, dass ich mir heute etwas Lieblicheres als Schnapserl mitgebracht habe. Ja, meine beiden Sennerinnen, denen ich viele Jahre im Sommer auf der Alm verbracht habe, die leider jetzt nicht auf der Alm sind, nicht nur wegen Corona, sondern die sind jetzt leider auch woanders unterwegs. Ich glaube, sie haben noch keine Alm, aber sie werden hoffentlich bald eine finden, damit ich wieder hochkommen kann. Die haben vom Kainer meiner Frau einmal eine Haselnuss geschenkt. Haselnuss ist oftmals so ein bisschen ein Mädchengetränk. Sie ist sehr mild, sie ist sehr ein bisschen süßer, sehr geschmeidig. Und ab und zu trinke ich sie auch gern. Aber ich bin ja, wisst ihr, mehr so der Marillen-Vogelbeer-Typ. Aber diese Haselnuss eben von der Familie Kainer aus Pöllau, Schönau, die sind oft auf den Almen vertreten, weil die auch von Alm zu Alm fahren und da einfach auch ihre Getränke anbieten. Sind hervorragende Spirituosen. Sie haben einige sehr, sehr schönen Willi, sehr gute Marille. Und die hat wirklich diesen Haselnuss, die hat einen definitiv, ist das hier eine Nutella-Bombe. Und die trinke ich jetzt gegen dieses wirklich herbe Pils. Das wird ein Spaß. Ja, wie immer trinke ich auf meine Patreone, meine Patreon-Mitglieder, die mich so dankenswerterweise unterstützen, den Wonnebuhl und den Andreas Hoffmann. Auf euer Wohl, vielen Dank für eure Unterstützung. Oh ja, das ist wirklich sehr nussig. Ich weiß nicht, wie man Schokolade in einen Schnaps reinbringt, aber der schmeckt wirklich ein bisschen wie Nutella. Erstaunlich. Da weiß ich genau, Andreas, der wird dir schmecken. Das wäre was, der ist so ein süßer, ein Schleckermaul. 33%, das ist wenig. Dafür hat das Bier ein bisschen mehr, also in der Summe kommen wir es aufs Gleiche. Und jetzt den süßen und das bittere Bier, das ist ein Erlebnis. Sehr schön. Also beides eine Empfehlung, wer süß mag. Da keiner Haselnuss aus Österreich bekommt man bestimmt hier auch. Hier gibt es ganz viele Versender, die es bekommen, die das hierher auch schicken. Ich schaue mal, was rausfinde, was so nicht. Ich kann es euch nicht versprechen, aber oftmals ist bei mir unten in der Schreibung einmal ein Link von den Dingen, die ich euch hier vorstelle. Und auch der Vitaler Optimum, wer es herb mag, halt ist für jeden was dabei. Jetzt zum Abschluss wage ich etwas ganz Neues. Ich weiß nicht. Ich probiere einfach, ob euch das auch,
Spaß macht. Und wenn, dann schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr euch auch ein bisschen für Musik interessiert. Ich bin eben nicht nur an der bildenden Kunst, sondern ich freue mich über ganz viel Kunst und Kultur, ob das Literatur ist, bildende Kunst oder eben auch Musik neben den Genüssen. Insofern stelle ich euch heute zum ersten Mal in einem Bräustüberl auch Musik vor. Ich werde das auch ein bisschen anspielen. Ich fürchte, dass ich das nicht darf. Und um zu verhindern, dass YouTube dann dieses Video hier sperrt, werde ich das immer nur ganz kurz anspielen. Aber ich verlinke euch natürlich die Musik. Diese Platte hier, die wurde mir irgendwann mal empfohlen. Ich weiß nimmer von wem. Ich habe es einfach vergessen. Steinar Ragnes Stillhouse. Ich habe dann versucht, einen Tonträger zu bekommen. Es gibt ihn als MP3-Download, kann man es kaufen bei Amazon, den kann ich euch verlinken. Aber die Tonträger gibt es irgendwie nicht. Und ich habe dann versucht, eine CD zu kriegen, gibt es gar nicht. Aber eine Vinyl kann man tatsächlich bestellen, wobei einem dann gesagt wird, ja, Lieferzeit, ja, weiß man nicht so, kommt halt irgendwann einmal, vielleicht, wenn wir Zeit haben oder wenn eh jemand nach Nürnberg fährt, dann bringt er eine mit, ich weiß es nicht. Es war echt, ich habe lang gewartet und es war kaum zu bekommen, aber ich wollte unbedingt einen Tonträger haben. So bin ich zu dem gekommen, weil ich mag das so gern, gerade Vinyl, dass man da hier die Texte hat, man ein paar Fotos von den Musikern. Ich habe einen ganz alten Plattenspieler, auf dem ich mir das eben anhöre, auf meiner Anlage. Aber das ist was, was ich wirklich gern mag, deswegen wollte ich gern eben davon einen Tonträger haben. Aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zu der Musik. Steinar Ragnes ist ein, ich glaube, ein Norweger. Ja. Gott, wenn er jetzt ein Schwede ist, dann ist er sauer. Ja, aber ich glaube, er ist ein Norweger. Wir machen ihn jetzt zum Norweger. Es ist ein Jazzbassist. Und der hat was Ungewöhnliches im Grunde für sich so geplant. Und zwar hat er einfach ein bisschen Blues- und Rocksongs gecovert und für sich hin arrangiert. So hat er von Bruce Springsteen, von Prince, Kiss zum Beispiel gemacht. Und er spielt Bass und singt dazu. Und ab und zu hört man noch Mundharmonika oder ein bisschen einen weiteren Künstler dazu. Es sind auch eigene von Steinar Ragnes selber, eigene Songs dabei, aber hauptsächlich sind es eben Coversongs, die er singt. Er hat eine ganz raue Stimme, spielt dazu auf dem akustischen Bass, ganz ruhig, bluesig, sehr skandinavisch. Ich mag skandinavische Musik unglaublich gern. Ich glaube, insgesamt Skandinavien mag ich gern. So eine Entspanntheit, ein bisschen eine Düsterheit, aber sehr stimmungsvoll. Und die Musik finde ich ganz, ganz toll, höre ich sehr, sehr gerne. Ich werde euch da jetzt einfach hinein in das Video, gehe ich dann später und spiel mal auf dem Plattenspieler ein paar Sachen an. Colors red and gold, they set us on fire. Burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said they saw me swinging the world. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr auch die Geduld habt, wie ich, etwas zu suchen und auch längere Zeit mit dieser Suche zu beschäftigen, so wie ich auch das Buch von Franz Helmer, was ich jahrelang gesucht habe. Und so habe ich auch monatelang auf diese Platte gewartet, bis ich sie dann endlich bekommen habe. Oder ihr sagt euch, ach, mir wurscht, MP3 Download ist gut genug oder es ist Spotify, gibt es wahrscheinlich auch. Dann hört da einfach mal rein. Ich finde, das ist eine wunderbare, ruhige, getragene, melancholische Musik in einem eben ungewöhnlich eben Bass und
Stimme zu hören, hört sich beides, also er ist er ist eigentlich Jazz-Bassist, Steinar Ragnes, virtuos, ganz, ganz toll, die Stimme rau, ich sag mal nicht wie Tom Waits so rau, aber es geht in die Richtung. Wunderschöne, ruhige Stücke. Vielleicht, wenn man ein bisschen den Blues hat, wenn man ein bisschen, dann kann man sich da schön hineinfallen lassen. Ja, das war jetzt einfach mal von mir ein kleiner Musiktipp. Ich trinke jetzt noch von diesem wunderbaren, bitteren Bier. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Prost.